Ihr habt euch immer schon mal gefragt, wie es in so einem Teambus von einer Worldtour-Mannschaft aussieht. Ich mich auch. Heute werden wir es erfahren, denn wir haben Zugang zum Teambus der französischen Mannschaft Cofidis bekommen. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein und gucken, wie die Fahrer so zum Start kutschiert werden. So, da sind wir in den heiligen Hallen des Team Cofidis. Wir haben den ganzen Bus für uns und wir schauen uns jetzt erstmal gemeinsam an, wie es sich in so einem Profi-Gefährt wirklich sitzt, was die Jungs so dabei haben, was man vom Start so isst oder auch nach dem Rennen. Aber natürlich müssen wir erstmal hier Platz nehmen und zwar am Platz des Busfahrers. Oh, das fühlt sich wirklich gut an. Oh, hier kommt der Sitz von alleine nach oben. Oh, da, hier ist die ganze Straße im Blick. Der Busfahrer, der wichtigste Mann. Mal gucken. Nach dem Ziel muss hier natürlich noch nach Hause nach Frankreich gefahren werden. Aber das lassen wir die Jungs mal lieber alleine machen und gucken uns jetzt mal an, wo die Fahrer hier normalerweise Platz nehmen. Insgesamt haben wir hier 3 Zweierreihen und dann nochmal 2 Sitze im hinteren Ende. Hier sitzen natürlich vorne die Kapitäne. Schön nochmal die Wasserflasche vor dem Start abgestellt. Ein paar private Utensilien der Fahrer. Hier hat man natürlich ein bisschen Privatsphäre, kann nochmal relaxen vorm Start. Und da wollen wir natürlich jetzt auch die persönlichen Sachen der Fahrer nicht untersuchen. Aber mal so ein kleiner Check hier oben, ob sich hier noch was Interessantes findet. Keine Helme aktuell da. Also würde ich sagen, wir bewegen uns weiter nach hinten und befinden uns jetzt in der Chill-Out-Area des Teams. Hier wird vom Start nochmal ordentlich relaxed. Gucken wir mal hier. Aha, hier kann man also auch mal was drucken, wenn es nötig ist. Oben große Tissot-Uhr und natürlich hier in der Ecke der große Fernseher, wo das Radrennen auch gerade live übertragen wird. Also hier lässt sich wirklich genießen. So, wenn die Fahrer vor allem raus sind, machen wir mal hier natürlich die Füße nicht auf die Couch. Das ist klar. Kissen in den Rücken. Und dann kann man hier mal wirklich entspannt abchillen. Hier haben wir den Rucksack von Pete Allegaard. Der hat sich ja auch gemütlich gemacht. Und dann gehen wir natürlich jetzt mal weiter und zwar in die Küche. Mülleimer. Das ist für uns uninteressant. Aber natürlich müssen wir uns einmal hier die Schubladen anschauen. Was haben wir hier? Normale Küchenutensilien und ein Hammer. Wer weiß, wofür man den so braucht. Auch hier wird schon interessanter. Hier ist alles dabei, was man... Oh, Couscous, das ist natürlich typisch französisch. Das wird hier vorbereitet. Dann haben wir die Rosinen dabei. Alles eben, um den perfekten Couscous oder Tabouleh-Salat zu machen. Ein paar Nüsschen für die After-Race-Regeneration. Das ist natürlich allerfeinst hier. Hier nochmal eine gute Quelle an Kohlenhydraten, alles voll mit Keksen, Reiswaffeln. Was haben wir hier? Und normalen Haferflocken. So, Mensch, das ist hier wirklich ein Einblick. Den gibt es selten. Hier, natürlich darf das auch nicht fehlen, die klassische Flasche Ketchup im Radteam und Olivenöl, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen, wenn man hier am Kochen ist. Also wirklich alles mit am Start, verschiedene Soßen. Da lässt man sich beim Team Cofidis für die Fahrer auf jeden Fall nicht lumpen. So, und jetzt gucken wir natürlich auch mal gemeinsam in den Kühlschrank rein. Der ist primär voll natürlich mit Wasser, aber es gibt auch Cola und hier so kleine Mini-Oranginas. Und was mir direkt am Anfang aufgefallen ist, hier haben wir tatsächlich so kleine Pakete mit Apfelmus. Wie für die Kleinkinder hier beim Team Cofidis hat jemand auf jeden Fall Bock, nach dem Rennen sich mal so schön ein bisschen Apfelmus abzuziehen. Ansonsten sind hier oben noch vorbereitet die Baguettes für nach dem Rennen. Das ist natürlich auch am Start. Frischkäse sehen wir hier noch und ein paar Joghurt. Aber dann machen wir die Tür mal wieder hier zu. Gucken wir noch mal kurz ins Gefrierfach. Aber wisst ihr was, das machen wir direkt wieder zu. Da gibt es nichts Spannendes zu sehen. Hier haben wir noch mal ein paar Flaschen, Alufolie, aber auch nicht so super spannend. Das lassen wir den Jungs eben auch. Und gucken jetzt mal hier in die Dusche. Hoppala, die ist gar nicht aufgeschlossen. Da verschaffen wir uns mal Zutritt. Ah, hier. Also, schön geräumig. Halt ein bisschen, für den besseren Ton komme ich wieder raus. Schön geräumig. Da kann man nach dem Rennen sich auf jeden Fall abduschen. Vor allem, wenn es ein ekelhaftes Regenrennen gewesen ist. Und wenn man mit der Dusche fertig ist, oder lieber andersrum, kann man dann natürlich auch mal auf dem Klo Platz nehmen. Gucken wir mal, wie sich das hier so sitzt. Da würde ich aber mal sagen, ich mache es mir jetzt hier mal gemütlich. Und da müsst ihr mir jetzt auch nicht bald zuschauen, denn aufs Klo gehe ich dann doch lieber alleine. So, vom Klo gehen wir dann noch in den letzten Bereich und zwar in die heiligen Hallen. Hier findet dann wirklich die Taktikbesprechung vielleicht auch mal statt oder nochmal die letzten Präparationen vor dem Rennen. Wir sehen hier den Rucksack zum Beispiel von Consoni, von den Fahrern eben vom Team. Die haben hier nochmal ein paar Helme rumliegen.
Hier ist wirklich alles da, was man dann eben zur Rennvorbereitung braucht. Die Funkmikrofone sind am Start und hier haben die Fahrer dann eben auch den vollen Zugriff auf die jeweiligen Gels und Riegel, die hier gefahren werden. Wobei man sich hier auch nicht an eine Marke hält. Das finde ich schon sehr interessant. Wir haben hier einmal Cliff Bar, dann sehen wir für Gels SIS. Was haben wir noch? Ganz viele verschiedene Marken. Also da haben die Fahrer hier wirklich richtig Auswahl. Und mich interessiert jetzt auch einfach mal, was das hier ist. Das snacken wir jetzt einfach mal weg, würde ich sagen. Weil das habe ich wirklich noch nie gesehen. Hier wird mit Mandel gearbeitet. Schmeckt mir sehr gut, so ein kleiner Snack zwischendurch. Da haben die Jungs von Cofidis auf jeden Fall was Gutes am Start. Ansonsten gucken wir vielleicht nochmal hier in so eine Kiste. Gibt nicht mehr so viel zu sehen. Sachen von den Physiotherapeuten, Kinesotape und auch hier ist für uns erstmal uninteressant. Wir können noch mal ganz kurz hier reingucken, denn das habe ich gerade eben schon gesehen. Hier sind noch sogenannte Silberlinge drin. Das sind so kleine Reiskuchen, die die Fahrer eben dann fürs Rennen futtern können. Schmeckt auch super gut, aber ich will den Jungs ja jetzt auch nicht alles wegessen. Deswegen packe ich das wieder zurück und mit dem Wegpacken ist unsere kleine Bustour jetzt auch schon durch. Ich hoffe, ihr fandet es mega spannend. Also ich fand es auf jeden Fall geil, mal so in die heiligen Hallen von so einem Teambus reinzuschauen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder gemeinsam in den vorderen Bereich des Busses. Ich gehe durch die Tür und ihr geht eben durch den YouTube-Ausgang. Lasst den Daumen nach oben da und natürlich das Abo auf dem Kanal. Dann sehen wir uns im nächsten Teambus.